Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Luna Sylvester Story Complete. Ja, ihr werdet euch wundern, es ist eigentlich diesmal gar kein Let's Play, sondern etwas ganz anderes. Und zwar wurde mir der Vorschlag gemacht, mal eine Zusammenfassung der ganzen bisherigen Folgen aufzunehmen. Ja, auch zum einen für die Leute, die vielleicht später mal einsteigen wollen. Zum anderen auch für die, die vielleicht mal ein paar Videos überspringen. Ja, und gesagt, getan, habe ich mir das vorgenommen und werde das jetzt gleich machen. Das heißt, es ist vollkommen optional hier. Wer sich das anhören will, kann es tun. Wer nicht, nicht. Ich schreibe das auch noch in die Videobeschreibung rein hinterher. Werde es aber trotzdem mit einer Partnummer belegen. Damit es dann direkt so in die Playliste auch an die richtige Stelle reinkommt. Zur Not kann man es ja überspringen. Zuvor habe ich noch einen Hinweis. Und zwar ist mir selber aufgefallen, dass jetzt bei den beiden Videos mit den Sprechblasen, dass man die Sprechblasen gar nicht so gut lesen kann. Also in der Vorschau sieht es noch ganz gut aus, im Video selbst empfinde ich es selber als nicht so schön. Die mir bisher Rückmeldungen gegeben haben, haben davon nichts erwähnt. Kann ja vielleicht nochmal jemand sagen, ob es vielleicht noch irgendwie anders gemacht werden sollte, weil meiner Ansicht nach ist es nicht so gut zu lesen. Also man kann zwar lesen, aber naja, ihr könnt mir ja Rückmeldung dazu geben, was ihr dazu meint. Ja, aber jetzt kommen wir zum Thema. Die Folgen 1 bis wo sind wir gerade? 1 bis 64, genau. Werde ich jetzt mal ja, zusammenfassen. Das wird eine längere Zusammenfassung, also ich hätte das nicht aus dem Stegreif machen können. Deswegen habe ich jetzt hier auch mir das auf Zettel geschrieben. Und wenn es also teilweise ein bisschen vorgelesen klingt, dann ist das richtig, weil ich es auch tue. Werde vielleicht beim Vorlesen noch was abändern, aber mal schauen. Zunächst möchte ich was dazu sagen, was im Spiel vielleicht nicht so klar wird, weil um das um das zu erkennen, muss man vielleicht auch ein paar mehr Gespräche führen noch, als ich es in dem Game mache. Es kann auch sein, dass es später noch klarer wird. Auch die Bibliothek ist die Bibliothek in Vane, die wir nur kurz aufgesucht haben in meinem Let's Play. Das heißt, wo wir nicht alle Bücher durchgelesen haben, gibt auch viel Informationshintergrund. Da habe ich bewusst nicht alles gemacht, weil ich euch damit nicht ja, langweilen wollte eigentlich, aber andererseits ist es auch nicht langweilig. Wie dem auch sei, also das, was ich jetzt zuerst erzählen werde, wird wahrscheinlich für euch neu sein. Und zwar geht es da um die Welt Luna. Die Welt heißt also Luna und wird von einem blauen Stern umrundet. Und dieser blaue Stern ist durch sehr lange Kriege unbewohnbar gemacht worden. Und irgendwann hat die Göttin Alcina entschieden, die Menschheit dort wegzubringen und hat sie nach Luna gebracht. Dann hat sie vier Drachen beauftragt, die Elemente dieser Welt zu beschützen. Und ja, diese vier Drachen, zumindest einen davon, haben wir im Spiel ja auch bereits kennengelernt. Diese vier Drachen haben den Auftrag, wie gesagt, die Welt zu beschützen. Und dann gibt es jeweils einen Drachenmeister, der die Kraft dieser Drachen nutzen kann. Und der halt Alcina und die Welt zu beschützen. Ja, und von all diesen Drachenmeistern, die es bisher gab, wurde noch keiner so verehrt wie Dain. Dain hat mit drei weiteren Helden die Göttin Alcina einst beschützt und ist daraufhin verschwunden. Und bisher nicht wieder aufgetaucht. Keiner weiß, ob er noch lebt. Alex, jetzt unser junger Held, wer will diesem Dain nacheifern und auch ein Drachenmeister werden. Vielleicht auch, weil Dain im selben abgelegenen Dorf namens Burg lebt, wie er selber. In diesem Dorf gibt es auch ein Monument für Dains Taten und dort geht Alex oft hin. Alex lebt dort zusammen mit Luna bei den Eltern. Sein Freund Ramus ist auch auf Abenteuer aus, genau wie Alex. In ihm ist es noch wichtiger, reich und berühmt zu werden.
Er schlägt dann eines Tages vor, eine Höhle aufzusuchen. Es gab nämlich ein paar Erdbeben, die haben dann Eis freigelegt, das vorher die Höhle bedeckt hat und man konnte da vorher nicht rein. Dort soll auch ein Drache leben und sie wollen einen Drachendiamanten dort herausholen und ihn für viel Geld verkaufen. Sie brechen also zu viert dorthin auf. Zum einen Alex, Ramus und dann noch Luna und Noel. Luna ist, achso, nee, Quatsch. Noel ist ein weiterer Freund von Alex und zwar ein tierischer Freund. Also, es ist eine kleine geflügelte Katze, die sprechen kann. Er sieht sich aber selbst nicht so gern als Katze und hasst es eigentlich, wenn jemand ihn so bezeichnet. Ja, schließlich gelingt es ihnen dann auch, den Drachendiamanten aus der Höhle zu bergen, beziehungsweise sie treffen auch den weißen Drachen, der ihnen eine Aufgabe stellt, die sie bewältigen. Daraufhin gibt er ihnen den Diamanten. Der Drache Quark erkennt das Talent in Alex, auch Drachenmeister werden zu können vielleicht, und schickt ihn dann los, seine drei Drachenkollegen aufzusuchen, deren Aufgaben ebenfalls zu bewältigen. Ja, so kommt es, dass die vier schließlich ihre Heimat Burg verlassen, ebenfalls aus dem Grunde, weil der Drachendiamant in so einem kleinen Dorf wie Burg natürlich nicht verkauft werden kann, weil die Händler gar nicht genug Geld dafür haben. Die müssen nach Meribia, der größten Stadt in Luna, und in der Hafenstadt Sais, von der aus sie aufs Festland dann übersetzen wollen, müssen unsere Freunde erstmal ein Monster von einem Schiff vertreiben, bevor es auf große Fahrt gehen kann. In der großen Stadt Meribia angekommen, treffen sie dann auf Master Mel, den Gouverneur der Stadt, der auch einer der legendären vier Helden ist, die bereits erwähnt wurden, und hören auch erstmals von seiner Tochter Jessica. Beim Versuch, den Drachendiamanten zu verkaufen, werden unsere Freunde jedoch reingelegt und der Ladenbesitzer verschwindet mit dem Teil in die Kanalisation, wo sie ihn letztendlich jedoch schnappen, nachdem sie ein kleines Haustier, einen Wasserdrachen, besiegt haben. Der Betrüger hat jedoch nicht genug Geld, um zu bezahlen und Ramos nimmt sich einfach dann seinen Laden dafür und bleibt fortan in Meribia, um den Laden zu führen. Im Verlauf ihrer Reise haben unsere Freunde auch Nash getroffen, ein Mitglied der Magiergilde und Schüler von Galleon. Galleon ist ein mächtiger Magier, der ebenfalls einer der vier legendären Helden ist. Er rät Alex, also nicht der Galleon, sondern Nash rät Alex, der nicht magiebegabt ist, obwohl er auch magieartige Schwerttechniken anwenden kann, nach Vayne zu gehen, einer Stadt, die tatsächlich schwebt und dabei den Turm der Göttin umkreist, den sie beschützen soll. In diesem Turm der Göttin lebt nämlich angeblich Alcina, auch wenn es Gerüchte gibt, dass sie gar nicht mehr dort sein soll. Und in Vayne ist die Magiergilde ansässig, die von Lemia Aussa geführt wird, der vierten Person und der einzigen Frau in der legendären Vier-Heldentruppe. Als sie dort ankommen, treffen sie Mia Aussa, die Tochter von Lemia, die von Nash heimlich geliebt wird. Der bereits erwähnte Galleon schickt Alex schließlich auf eine Mission in ein entlegenes Fischerdorf, wo angeblich ein Drachenmeister aufgetaucht sein soll. Ja, das macht er, um Alex zu prüfen. Auf der Reise zu diesem Dorf durchqueren unsere Freunde Nanza, das ist eine Art Banditenlager, wo sie auch kurz Bekanntschaft mit dem Anführer der Banditen machen, einem gewissen Kyle, der anscheinend zu oft einen über den Durst trinkt und angeblich der Ex-Freund von Master Mels Tochter Jessica ist. In Lan angekommen, stellen sie fest, dass der angebliche Drachenmeister jemand ist, der die Leute schikaniert und sie sogar von ihrer Hauptnahrungsquelle, dem Angeln, abschneidet. Das ärgert besonders Noel, der total verrückt nach Fisch ist. In Lan treffen unsere Freunde auch Jessica, die derzeit eigentlich zur Priesterin ausgebildet wird, aber auch lieber auf Abenteuer geht. Da auch sie sich um den Drachenmeister kümmern will, schließt sie sich unseren Freunden an. Dieser Drachenmeister versteckt sich auf einer abgelegenen Insel und wird natürlich prompt von unseren Freunden bekehrt, nachdem sie seinen Drachen ausgeschaltet haben, der natürlich gar kein richtiger Drache war. In Lan wurde derweil auch eine örtliche Sängerin entführt. Wieder in Vayne angekommen, bekommen unsere Freunde eine Audienz mit Lemia Aussa, von der sie schon vorher gehört hatten, dass sie sich seit einiger Zeit furchtbar aufführt, und unter anderem Leute wegen geringster Vergehen einkerkert.
Genau das passiert dann zu ihrer Verblüffung auch mit unseren Freunden. Lemia behauptet, sie spüre Böses in ihnen und folgert, dass sie die Magiergilde vernichten wollen. Unsere Freunde werden eingesperrt, aber kurzerhand von Lemias Tochter Mia wieder befreit, die sich keinen Reim mehr auf das Verhalten ihrer Mutter machen kann. Da Lan nicht eingesperrt, sondern entführt wurde, ach Quatsch, da Luna nicht eingesperrt, sondern entführt wurde, beschließen alle gemeinsam, sie zu retten. Mia befreit auch noch eine andere Gefangene aus dem Kerker, die von der Wild Tribe und dem Magic Emperor faselt, sowie der Star Chamber. Die Wild Tribe ist eine fremde Rasse, die angeblich vor langer Zeit von Alcina an den Rand der Welt verbannt wurde. Diese Gefangene trägt eine Maske, die ihre Erinnerungen blockiert, obwohl solche Masken schon ewig verboten sind. Mia schlussfolgert, dass Luna in der Star Chamber sein muss, weil ihre Mutter ihr immer verboten hat, dorthin zu gehen. Zusammen mit der befreiten Gefangenen können sie in die Star Chamber eindringen, weil Mia in der Lage ist, das magische Siegel zu bannen. In der Star Chamber läuft anscheinend eine Art Ritual ab, bei dem Luna gezwungen wird, Lieder zu singen. Anscheinend suchen alle nach einem bestimmten Mädchen und es wurden außer Luna schon mehrere getestet. Mia versucht mit dem Spiegel von Alcina die wahre Identität von ihrer angeblichen Mutter zu enthüllen, aber das misslingt. Stattdessen erlangt die Gefangene einen Teil ihrer Erinnerung zurück. Die Maske löst sich von ihr und es stellt sich heraus, dass sie Mias wahre Mutter ist. Galleon, der auch anwesend ist, soll nun die Störenfriede entfernen, wendet sich aber gegen die falsche Lemia. Er ist sauer, dass sie ihn hintergangen hat und er sich so leicht von ihr hat täuschen lassen. Daraufhin enthüllt die falsche Lemia, dass sie in Wirklichkeit Xenobia ist, eine Abgesandte der Wild Tribe, und dass auch Faecia, die angebliche Oberpriesterin der Kirche war, und Royce, die Wahrsagerin aus Miribia, zu ihr gehören. Sie hatten tatsächlich vor, die Magiergilde zu übernehmen, enthüllen aber allen auch noch, dass der Magic Emperor eine neue Weltordnung erschaffen wird, in der die Wild Tribe die Herrscher sein werden. Darauf verschwinden die drei Hexen und hinterlassen ein paar Monster, die natürlich fix besiegt sind. Im Anschluss daran entschuldigt sich Galleon, dass er sich so leicht von der Wild Tribe hat manipulieren lassen. Er befürchtet, dass die Wild Tribe kurz davor ist, einen Krieg zu beginnen und die drei Hexen Informationen sammeln sollten. Um mehr herauszufinden, meint er, müsse er die Drachen aufsuchen und bittet Alex, ihn zunächst zu Quark zu begleiten, dem weißen Drachen, dessen Aufenthaltsort als einziger derzeit bekannt ist. Mia und Nash bleiben in Vayne. Mia, um ihrer Mutter zu helfen, die sich erst erholen muss, und Nash, um Mia zu helfen. Die anderen reisen nach Miribia, um Galleon dort zu treffen und dann gemeinsam mit dem Schiff nach Sais überzusetzen und dann Burke und natürlich Quark aufzusuchen. In Miribia treffen unsere Freunde Master Mel und Jessica wieder. In Jessicas Zimmer dürfen wir übernachten, denn am nächsten Morgen sind die Reisevorbereitungen erledigt. In der Nacht hat Luna bereits zum zweiten Mal einen merkwürdigen Traum, in dem ein helles Licht, ein junger Mann und ein Baby vorkommt. Sie ist immer recht verstört dadurch. Dann geht es aber los. Auf der Reise hinterfragt Galleon Alex' Motivation, ein Drachenmeister zu werden, und gibt ihm einiges zum Nachdenken auf den Weg. Schließlich kommen sie an und erreichen letztendlich Burke. Und genau an dieser Stelle geht es dann auch im nächsten Part von Luna Sylvester Story weiter. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell vorgelesen. Jo, wer jetzt dem das zu schnell war, der kann sich das ja nochmal langsam anhören, beziehungsweise streckenweise anhören, Pause-Taste drücken, überlegen. Ja, ich habe, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste gesagt. Ein paar Einzelheiten fehlten noch, aber das ist, glaube ich, nicht so von Belang. Und man merkt ja auch, am Schluss wurde die Rückblende immer detaillierter. Das hat auch damit zu tun, dass die Story jetzt mittlerweile ziemlich anzieht und jetzt erst so richtig ins Rollen kommt. Ja, von daher wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß mit dem Let's Play und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Luna wieder. Macht's gut, euer Dreambird.